Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch wie versprochen mal, wie ich aus Bildern ein 3D-Objekt erstelle. Und zwar zeige ich euch ganz genau, wie ich das aufgebaut habe, das Setting, wie es vonstatten geht, wo man drauf achten muss, wenn man sowas macht. Schwerpunkt liegt natürlich drauf, später die Bearbeitung in dem Programm selbst, aber auch der Aufbau, wie ich es aufgebaut habe, wie ich da vorgehe, wird euch sicherlich interessieren und das werde ich euch heute mal zeigen und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich hatte eigentlich vor, mein Auto draußen zu fotografieren und das in ein 3D-Objekt umzuwandeln, aber weil heute so ein scheiß Wetter ist draußen, bleiben wir lieber drinnen, machen wir was für meine Frau, die wollte unbedingt was kopiert haben. Machen wir das für ihr und wir schauen uns das mal an. Ich nehme euch mal mit runter, zeige euch mal, wie ich es aufgebaut habe. Dieses Mal mache ich es ohne. Ich habe ja gesagt, man kann es auch mit Blitzlicht machen. Ich habe es diesmal ohne gemacht, weil das Licht ausreichend in der Wohnung ist. Aber wenn ihr mit Blitz fotografiert, nehmt einen externen Blitz, nicht den Blitz von der Kamera, sondern einen externen Blitz. Und benutzt einen Diffuser. Diffuser ist, was vor dem Blitz kommt, um das Licht weicher zu machen. Weil wenn das, wenn der Blitz so benutzt wird, ist das Licht einfach zu hart. Das reflektiert zu viel und das funktioniert dann nicht. Also wenn mit Blitz, dann extern, nicht mit der Kamera und ein Diffuser drauf, dass das Objekt gut ausgeleuchtet ist und nicht überbeleuchtet. Ne? Jetzt schauen wir uns das mal an, was wir heute machen. Und dann sage ich mal, bis gleich. So, also hier ist der Kamerad, den werden wir heute mal kopieren. Und zwar, der ist aus Ton, denn meine Frau hat den draußen auf dem Balkon stehen, die möchte davon unbedingt eine Kopie haben, in etwas kleiner, dass sie ihn ins Regal stellen kann. Das werden wir heute mal machen. So, der steht auf einer Drehplatte. Ich tue den mal eben kurz beiseite. So, und zwar habe ich eine Drehplatte hier bei IKEA gekauft. So ein Drehteller ist das. Und ich hatte ganz am Anfang versucht, weil nur auf der nackten Platte ging es nicht, da habe ich mir gedacht, dann mache ich mir ein Stück Pappe mit einem Mal da ein Muster drauf, dass der Vergleich hat, wenn das Teil da drauf steht. So mein Gedanke, dass er Vergleiche hat, wo das Objekt steht, wie es steht. Hat nicht geklappt, weil so ging es nicht mit dem Untergrund. Deswegen habe ich mir eine Serviette genommen, da drauf gelegt und damit kommt er super klar. Also Serviette drauf, das Ding da drauf und das passt. Der Drehteller hat den Vorteil, dass ich nicht mit der Kamera ums Objekt drum zulaufen muss, weil das war mir auf der Dauer zu blöd und zu anstrengend, da 45 oder 50 Fotos zu machen und andauernd drum zuzulaufen. So habe ich die Kamera fest auf dem Stativ, so wie jetzt auch, dass die fest ist und dass ich nur das Objekt per Teller drehen kann. Hat den Vorteil, dass ich die Kameraperspektive immer stabil habe und das Objekt sich dadurch besser bewegen lässt, drehen lässt, ohne irgendwas zu verruckeln, zu verschieben. Ne? Also ein Drehteller ist schon angebracht, würde ich sagen. Ihr könnt es ohne probieren, wenn euch das nicht so anstrengend ist. Aber für mich ist Drehteller eigentlich für kleine Objekte optimal. So, das Objekt wird mittig draufgestellt. Wo ihr anfangen müsst, ist Bilder machen von schräg unten. Das heißt, die Kameraperspektive etwas schräg, dass ihr auch die Ausbuchtung und sowas alles genau drauf bekommt. Das heißt, drei Perspektiven nehmen wir. Einmal von schräg unten, einmal gerade und einmal von oben, schräg oben drauf. Dass ihr wirklich das ganze komplette Objekt mit allen Einzelheiten, die da sind, mit einem Ausbuchtung, Erhebung und sowas mit drauf kriegt. Wo ihr drauf achten müsst, ist, dass der Fokus immer gut auf das Objekt drauf ist. Ne? Das heißt, das ganze Objekt sollte, wenn möglich, ich weiß ja nicht, wie eure Kamera, was, wenn ihr da Handykamera nehmt oder sonstiges, wie gut die da ist, aber das Objekt sollte schon scharf abgebildet sein. Umso besser wird dann nachher das Ergebnis mit den Bildern. Ne? Also darauf achten ist sehr wichtig. Untergrund ist wichtig, dass der Untergrund nicht einfarbig ist oder so, sondern am besten, ich sage ja, bei mir ist Serviette, die gemustert ist. Man kann auch andere Sachen nehmen. Ich habe jetzt andere Sachen nicht ausprobiert, aber ihr könnt ja selber mal gucken, was für ein Untergrund bei euch am besten geht. Auf jeden Fall kein einfarbiges und so eine Pappe mit was draufgemaltem geht auch nicht. Und dann dürfte es eigentlich bei euch auch kein Problem sein, sowas abzufotografieren. Fotos machen, wie gesagt, von schräg unten, gerade und von oben.
Und insgesamt könnt ihr 50 Fotos hochladen. Das solltet ihr auch ausnutzen, weil es wird immer vorkommen, dass er von den 50 Fotos, die ihr hochladet im Programm, nicht alle anerkennt. Dass er vielleicht von 50, 45 anerkennt. Und dann werdet ihr ja sehen, wie das Ergebnis ist, was dabei rauskommt. Ob da irgendwo Löcher drin sind, die er nicht erkannt hat oder sonstiges, dann vielleicht nochmal ein, zwei Fotos nachmachen. An den Stellen, er zeigt auch ja an, welche Fotos er nicht anerkannt hat. Die könnt ihr ja dann rausschmeißen und dafür neue Fotos machen und nochmal nachladen. Das geht und da dürfte dann eigentlich bei euch auch nicht schief gehen. Wo ihr darauf achten sollt, wenn ihr mit sowas anfangt, weil ich habe da echt lange für gebraucht, um überhaupt vernünftige Ergebnisse zu bekommen, ihr solltet Objekte nehmen, die einfach sind. Fangt meinetwegen an mit einer Tomate, einem Apfel oder einem Ball oder irgendwas oder so einfache Figuren, was Rundes, wo ihr erstmal mit üben könnt, wie ihr die Kamera hinstellt, die Position, wie sie sein muss. Und dann hat das Programm das auch nicht so schwer, daraus ein 3D-Objekt zu machen. Ne, weil man kann halt nur 50 Fotos hochladen, wenn man die freie Version hat. Und dadurch ist man natürlich eingeschränkt mit der Genauigkeit, wo man fotografiert. Jetzt sage ich mal, ihr macht jetzt ein Foto von hier vorne, dann dreht man das ein Stückchen weiter, so, macht dann das nächste Foto. Wieder ein Stückchen weiter, wieder das nächste Foto machen. Immer so weiter. Und dadurch ist man natürlich auch eingeschränkt in die Genauigkeit, die man machen muss. Weil wenn ich zu viele Einzelheiten hier zum Beispiel da unten, wenn ich da rein fotografiere und die einzelnen Kanten hier genau abfotografiere mit genauem Fokus, dann komme ich über 50 Fotos und das lässt das Programm halt nicht zu. Und dadurch ist es uns leider nicht möglich, Objekte zu fotografieren, die extrem schwierig sind oder sehr viele Einzelheiten und Details hat. Das wird dann nicht so pralle aussehen. Aber für die Free-Version 50 Fotos und normale Objekte, einfache Objekte erstmal zum Üben, ist sowas eigentlich optimal. Kann man ruhig machen. Sollte man ausprobieren, man sollte sich immer ein bisschen weiterbilden und mit der Technik mitgehen, was alles so möglich ist. Und alles, was für frei ist, also for free, sollte man sowieso benutzen, weil es kostet ja nichts. Ne? Also so ist das Setting. Ausgeleuchtet ist es eigentlich reichlich, das langt. Und wie gesagt, wenn ihr mit Blitz fotografiert, nehmt einen Diffuser drauf, weil sonst ist das Blitzlicht einfach zu hart und das kriegt das Programm dann nicht hin. Die Bilder sind dann einfach für das Programm nicht akzeptabel. Er kann es nicht verarbeiten. Ne? Aber sofern das auch in der Wohnung gut beleuchtet ist, braucht ihr keinen Blitz oder sowas. Gut ausleuchten das Objekt, zusehen, dass ihr alles schön ablichten tut. Scharfe Fotos müssen es sein, dann wird das auch klappen. Wie gesagt, ihr müsst es probieren. Einfache Objekte am besten. Fangt mit was Rundem an oder so eine kleine runde Figur, wo was nicht so schwer ist, und dann kriegt ihr das auch hin. Ist nicht das Problem. So, jetzt mache ich mal ein paar Fotos davon und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die hochgeladen habe im Programm. Und dann schauen wir uns das mal an, wie das im Programm abläuft und wie es bearbeitet wird. Okay, so, ich habe das Programm mal geöffnet. Also ich habe insgesamt 45 Fotos geschossen. Jetzt wollen wir mal schauen, wie viel er davon anerkennt. Also das ist das Programm Safree Free. Das gibt es umsonst, kann man kostenlos runterladen. Das benutze ich zur Bearbeitung. Ihr öffnet das, Arbeitsplatz hier oben, Arbeitsablauf, neues Projekt. So, da lasst ihr alles so, wie es ist. Überprüfung online, Kamerakalibrierung, das kann man so lassen. So, jetzt gehen wir auf Plus für neue Bilder. Die Bilder habe ich geschossen von dem Objekt. Die markieren wir alle. Öffnen die, gehen auf Weiter. So, hier hat er dann gleich schon die Kameraeinstellung, die ich genommen habe. Also was für eine Kamera zeigt er an. Ich habe diese EOS 200D mit einem 24mm Objektiv drauf gehabt. Und also die Kamerainformation zeigt er euch dann hier an. Da geht ihr auch weiter. Bei mir funktioniert es am besten, wenn ich so Objekte, so Figuren kopiere, dass ich da hier oben einstelle, menschlicher Körper. Man kann allgemein Nahbereich, Luftbilder, städtisch und menschlicher Körper. Bei mir funktionieren, wie gesagt, die Figuren am besten mit menschlicher Körper. Allgemein, wenn ich das einstelle, dann erkennt er nicht so viele Fotos an, dann wird es nicht so schön. Nahbereich habe ich auch schon ausprobiert, ist auch nicht das Optimale für solche Objekte.
Gut, und Luftbilder und sowas habe ich ja sowieso nicht gemacht. Also gehen wir hier auf, wenn ihr so ein Objekt macht, auf menschlicher Körper. Hier könnt ihr einstellen Standard, schnell und tief. Also das verstehst du, dass das die Genauigkeit, die er machen soll. Und ich will es so genau wie möglich haben, also auf tief. Geht ihr auf weiter. Dann habt ihr, müsst ihr hier Start drücken. 45 Bilder sind es insgesamt. Jetzt zeigt er nochmal die Einstellung an. Auf Start drücken und dann fängt er an und so gesagt guckt sich die Bilder an und sagt euch, wie viele Bilder er davon gebrauchen kann und wie viel nicht. So, das dauert jetzt einen Moment. Ich mache jetzt hier mal einen kleinen Cut. Ihr müsst ja nicht so lange warten. Das dauert nämlich so lange, da kann man in Ruhe noch einen Kaffee trinken. Dann sage ich mal, bis gleich. So, gefühlt ein Kaffee später und eine Pfeife später ist er fertig. Und von den 45 Fotos hat er Gott sei Dank alle anerkannt. Also das liegt wirklich daran, wie genau ihr die Fotos schießt, was ich euch vorher schon gesagt habe, mit dem Untergrund, Beleuchtung und so weiter. Und auch mit dem Objekt selber hat es zu tun, ob es reflektiert. Ne? Also wenn er da jetzt 43 Fotos oder 42 anerkannt hätte, wäre es mit Sicherheit auch gut gegangen. Aber jetzt haben wir Glück, er hat alle Fotos anerkannt, das heißt, ich habe die Fotos ziemlich gut geschossen. So, jetzt schließen wir das mal. Das ist jetzt die erste dünne Punktwolke, die er daraus erstellt hat. Hier an den Dreiecken hier oben kann man erkennen, da zeigt er dir an, welche Position die Kamera hatte. Ne? Wenn man da einmal komplett drum zugeht, die verschiedenen Kameraperspektiven von oben, von der Seite und von unten. Also hat er alles gut anerkannt. Jetzt machen wir aus der dünnen Punktwolke mit dem nächsten Arbeitsschritt, also Arbeitsablauf, erweitert eine dichte Punktwolke. Auf weiter. Lassen wir auch wieder menschlich, hohe Details. Und lassen ihn mal starten. Das dauert jetzt wieder, also wieder einen kleinen Cut. Wenn er dann so fertig ist, im Schritt ist er jetzt auch fertig. Und schauen wir uns mal die dichte Punktwolke an, die er erstellt hat. Und das sieht ja schon mal ziemlich gut aus. Nirgendwo ist ein Loch drin. Passt. Ja, also bis jetzt sieht es ziemlich gut aus, was er draus gemacht hat. Rundherum. Schon ranzoomen. Sieht gut aus. So, jetzt müssen wir den letzten Schritt durchlaufen. Und zwar wieder bei den Erweiterungen. Jetzt machen wir Mesh-Extraktion. Wieder auf weiter. Wir lassen die Einstellung hohe Details. Menschlicher Körper. Weiter. Starten. Und jetzt mache ich wieder einen Schnitt, weil das dauert wieder einen Moment. Wir sehen uns dann gleich. So, den Punkt hat er jetzt auch abgeschlossen. Schauen wir uns das Ergebnis an. So sieht er jetzt aus. Also sehr gut rausgekommen. Also eigentlich perfekt. Gute Kopie, finde ich. Dafür, dass das Programm für free ist, hat er es sehr gut gemacht, auch mit 45 Bildern passt. Was wir jetzt noch machen müssen, sind die störenden Objekte drum zu, was nicht zur Figur gehört, rausschneiden. Und zwar werden wir das dann hier am Rand, habt ihr Werkzeuge von Hand, jetzt drehen wir uns das erstmal so hin, dass wir die von oben eine Ansicht drauf haben. So, müsste passen. Jetzt gehen wir hier oben auf von Hand bearbeiten. Wir haben hier unten ein kleines Fenster aufgemacht. Ich benutze gerne das Lasso. Und jetzt gehen wir mal ums Objekt drum zu und schneiden das weg, was erstmal grob weg soll, was nicht zur Figur gehört. So. Dann müssen wir hier auf Umkehr drücken. Umkehren. Weil sonst würde er die Figur rausschneiden und das andere drum zu. So machen wir es. Dann auf Löschen. So, jetzt haben wir erstmal grob das von außen weggeschnitten. Wo man drauf achten muss, ist, wenn hier, die blauen Punkte sind ja die Kameraperspektiven. Wenn hier jetzt irgendwo noch braune Punkte sind oder weiße hier irgendwo rumschwirren, die auch wegmachen, weil sonst habt ihr nachher ein Problem, wenn ihr das im Slicer habt, dann erkennt er das Objekt hier an, was da noch ist,
und dann will er das mit rausdrucken und dann gibt es ein Problem, Fehler. Also darauf achten, dass alles sauber rausgeschnitten ist. So, jetzt können wir hier anfangen und etwas sauberer ausschneiden, den ganzen Rand, dass wir nicht den Untergrund mit haben. Ne, das machen wir dann auch wieder von Hand. Ich mache es mal mit dem Lasso. Besser ist es, wenn man da nicht die Maus für nimmt, sondern so ein Zeichentablet. Aber es geht auch so. Ist ein bisschen fummelig, aber man kriegt es hin. So, jetzt schneiden wir das weg. Komplett. Auf Löschen. So, seht ihr jetzt hier die Punkte, die hier noch über sind. Das muss auch weg, sonst hat euer Slicer-Programmmacher einen Fehler da oder will das auch mit ausdrucken und das sollte dann nicht passieren. Also alles erstmal so grob wegschneiden. Hier auch nochmal so. Verbinden wir das. Das ist eine Fummelarbeit, da muss man ein bisschen rumdoktoren, aber es lohnt sich. So, jetzt. Na. Machen wir das mal zu. Holen wir uns den mal ein bisschen runter. Drehen den mal so rum. Also das Prinzip habt ihr dann, oder versteht ihr auf jeden Fall, dass das alles erstmal hier gut ausgeschnitten werden muss. Nochmal vor und von Hand. Lasso. Setzen wir mal hier an. Schneiden hier das raus. So. Wenn man ein bisschen geübt ist, geht schneller. Ich mache das nicht täglich, nur ab und zu und bei mir dauert es halt noch ein bisschen. So, löschen wir das auch weg. Mal umdrehen. Ein bisschen näher ran. So. Nehmen wir das hier. Also mit der Maus geht es halt nicht so genau, weil muss man schon aufpassen, dass man den nicht was vom Objekt, was man kopieren will, rausschneidet oder so. Also ein bisschen vorsichtig sein. Aber man kann es ja auch vergrößern und dann geht's. Wieder löschen. So, also ich mache das jetzt nicht komplett fertig. Das würde jetzt zu lange dauern. Aber so müsst ihr das dann handhaben, dass alles dann schön weggeschnitten ist. Reinzoomen, ein bisschen runterziehen, so. Dann kann man das hier auch schön wegschneiden. Sauber, ordentlich, wie es sich gehört. Und dann habt ihr die Figur. So, jetzt können wir die Datei umwandeln. Und zwar macht ihr das auch Arbeitsablauf, erweitert, generieren und exportieren. Dort gibt ihr hier unten die richtige Dateiart ein, und zwar OBJ. Auf Speichern. Na, dann nehmt ihr dann hier den Ordner, den ihr dafür braucht, wo ihr eure Datei reinhaben wollt. Gebt ihr Datei einen Namen. Ich nenne sie mal Frosch. So, Frosch. Und auf Speichern. So, das dauert jetzt wieder einen Moment. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich werde das dann ins Slicer-Programm hochladen. Und dann schauen wir uns das da mal an, wie man das da noch ein bisschen bearbeiten muss. Wie ich schon gesagt habe, dass das ein bisschen unten gerade ist, abschneiden und so weiter, dass man es dann auch ausdrucken kann. Okay, dann bis gleich. So, ich habe es mal in den Slicer hochgeladen, die Datei. Was wir jetzt noch machen, schon weil es ziemlich klein ist, wir werden es hochskalieren. Und zwar um den Faktor 1000. Überall. So, so sieht das schon besser aus. Was ihr jetzt machen müsst, ist unten ein Stück abschneiden. Ne? Also ich habe das ja auch nicht sauber ausgeschnitten hier. Auch wenn ihr es sauber ausschneidet, ratsam ist es immer, ein Stück unten gerade wegzuschneiden, dass das gerade und eben auf der Fläche drauf ist. Weil ansonsten packt das Slicer-Programm euch da was drunter, dann baut er da was drunter und das sieht dann bescheiden aus und steht da auch nicht gut. Also einfach ein Stück abschneiden. Kleine Stückchen, so, den oberen Teil wollen wir beibehalten,
Schnitt ausführen. Es dauert einen kleinen Moment. Na, komm schon. Wie ihr seht, mein Computer ist nicht der schnellste. Er braucht immer ein bisschen. So, jetzt hat er es gerade abgeschnitten. Da sehen wir noch ein bisschen was, was übersteht. Das sollte man doch noch ein bisschen wegschneiden. Also nochmal einen kleinen Schnitt machen. Na, von hier einen kleinen Schnitt. Dass das auch weg ist. So, mal näher ranzoomen. So müsste es komplett weg sein. Na, so ganz hoch brauchen wir es nicht. So, jetzt müsste es komplett weg sein. Nochmal einen Schnitt ausführen. Dann habt ihr das sauber und ordentlich da abgeschnitten. Und man muss wieder warten. Wie gewohnt bei meinem PC. Dauert halt ein bisschen. So, dann haben wir das fertig. Sauber abgeschnitten. Jetzt stellen wir das nochmal, die Figur mal gerade aufs Blatt, auf die Druckfläche. So, steht ordentlich. So, und das war's eigentlich. So sieht's dann aus. Fertig zum Druck. Slicen. Jetzt slice er das. Und dann schauen wir mal, ob er irgendwelche Fehler erkennt oder so, oder ob es okay ist. Wenn Fehler auftreten, kann man es ja auch, ich weiß nicht, wie es in Core ist, aber beim Prusa Slicer kann ich es reparieren, dann füllt er die Ebenen aus, wo er sagt, da ist ein Fehler, da passt was nicht, dann repariert er das. Aber ich denke mal, bei dem ist kein Fehler, weil das ziemlich gut abfotografiert wurde und bearbeitet wurde. Schauen wir mal. Alles gut. Alles gut, fertig zum Ausdrucken. Okay, das war's. So einfach ist es. Ich werde noch mal ein Video machen. Ich werde das dann ausdrucken für meine Frau. Ich mache da dann noch mal ein Video draus, wie es dann aussieht und so weiter. Und ob ich es dann jetzt mit Schlitzstruktur drucke oder ohne, probiere ich mal aus, wie es aussieht. Auf jeden Fall werde ich euch da auf dem Laufenden halten, wie das Ding dann rausgekommen ist aus dem 3D-Drucker. Und bis dahin bedanke ich mich bei euch. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, einen kleinen Einblick geben in die Bearbeitung von Bildern in den 3D zu einem 3D-Objekt. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst. Vielleicht auch ein Abo. Wäre auch nicht schlecht. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao.